Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Moon und unseren Vavos, Rusty und Mimi, die hier sehr süß gerade im Büro chillen. Im letzten Part haben wir offiziell Generation 2 begonnen, was schon alles sehr turbulent war, denn ja, Moon brauchte eine Veränderung und hat sich einfach selber ihre Haare geschnitten. Wir haben jedoch auch herausgefunden, dass die Gute noch nicht schwanger ist, was sich aber natürlich früher oder später noch ändern wird. Wir müssen mal gucken bei Jericho, wie lange ist der Gute denn ein junger Erwachsener? Er ist nämlich schon fast bei der Hälfte vom jungen Erwachsenenalter. Und ich würde dann schon versuchen, dass wir es halt spätestens im nächsten Part nochmal ernsthaft versuchen. Ich meine, es wäre natürlich auch schön, wenn wir vorher vielleicht heiraten könnten oder sowas. Aber wir müssen jetzt erstmal schauen, was halt heute dabei rumkommt, was wir halt heute sehen werden. Aber ich meine, wenn er jetzt schon bei der Hälfte vom jungen Erwachsenenalter ist, bleibt natürlich letztendlich nicht so viel Zeit, um letzten Endes halt eben ein Kind zu bekommen. Ich meine, Moon kann zwar das Kind bekommen. Ich meine, sie hat ja alle Zeit der Welt, weil sie ein Vampir ist etc. Aber ich würde dann schon gern, dass es mit Jericho ist. Die sind halt zusammen und so. Und ich würde halt gern diesmal eine Happy Family haben, wenn nicht der Random Number Generator wieder dagegen spielt. Gladiola ist übrigens noch hier. Das finde ich sehr, sehr schön, weil die beiden sind ja auch so Besties. Spiel lässt sie mich aber nicht anklicken. Lässt mein Spiel mich überhaupt irgendwas anklicken? Nein. Das Spiel ist schon wieder glitchy as fuck. Ich hasse es. Kann ich jetzt? Ja. Wow. Randomizen werden wir aber wieder in den Morgenstunden. Süß, die gucken sich einfach gemeinsam einen Film an. I love it. Wieso sagen die mir alle, dass ich einen netten Eindruck mache? Geht weg. Oh, sie muss jetzt leider gehen. Den beiden Mäusen geht's auf jeden Fall gut. I love you, ey. Die liegen einfach den ganzen Tag immer nur süß rum und freuen sich einen Keks. Sie hat sich selber geschrieben. Ich weiß ja nicht, ob man das machen sollte. Aber sie kann TV-Filmrezension posten. Das finde ich gut. Sie mochte den Film bestimmt. Sie bekommt auch langsam wieder Durst. Ah! No way! Als ob Rusty jetzt schon ein Senior ist und wie wir auch. No! Oh, ihr Mäusis. Mimi, no. Und Rusty kackt. Super. Trotzdem, zum Geburtstag darfst du die süßen Mäuse auf jeden Fall lieb haben. Aber ich komme damit doch nicht klar, dass sie jetzt schon alt sind. Oh no. Dafür bin ich nicht bereit, weil das heißt, dass sie bald nicht mehr unter uns weilen werden. Ich meine, wir wollten das ja mit Jericho nicht überstürzen. Aber wir können ihn ja potenziell trotzdem schon mal fragen, ob wir zusammenziehen wollen. Weil ich meine, vielleicht ist es doch schlau, wenn er jetzt möglichst schnell einzieht, weil ich glaube nicht, dass Moon es so sehr gefallen wird, allein zu wohnen. Oh, by the way, ich habe bei unserem Dokument zwei Dinge geändert, weil die nur mit der Slice of Life Mod möglich waren. Ich habe die dann einfach ausgetauscht mit etwas Ähnlichem, weil ich habe ja kein Slice of Life mehr installiert. Und ich habe auch gerade nicht so wirklich das Interesse, es wieder zu installieren. Deswegen, ja, habe ich es eben ausgetauscht mit Sachen, die halt dann eben besser zu dem Ganzen passen. Aber ich würde sagen, wir randomizen für heute. Es ist die 32. Ein Sim stirbt. Schwierig. Also, weil das Problem ist, als ich das geschrieben habe, war ich mir sicher, dass ich damit meinte, einer aus dem Haushalt. Nur das Ding ist, dann wäre die Challenge ja vorbei, weil wir dann ja Game Over wären. Deswegen, wir haben in letzter Zeit genug Tragödien gehabt. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir randomizen neu. Letztendlich ist es ja auch mein Let's Play und mein Spielen. Und wie gesagt, wenn jetzt das Let's Play einfach vorbei ist, weil hier random kommt, ja, dein Sim stirbt und du hast nur einen Sim im Haushalt, finde ich es einfach blöd. Und ich meine, ihr möchtet ja das Let's Play auch weiterverfolgen. Das fändet ihr ja wahrscheinlich auch blöd. Deswegen machen wir es jetzt so, dass wir neu randomisen. Wenn wir jetzt zwei Sims wären, hätte ich es natürlich gemacht. Aber wie gesagt, so wären wir Game Over und das ist halt einfach nicht das, was wir möchten. So, deswegen generieren wir neu. Es ist die 78. Platziere Items, die nachhaltige Energie produzieren. Das finde ich zum Beispiel gar nicht so schlecht. Ich meine, wir haben ja hier auch noch genügend Platz. Ich meine, Sonnenkollektoren sind halt schon cool, aber ich glaube, ich finde Windräder irgendwie cooler noch. Hä, gab es nicht große Windräder? Ah, hier. Aber wir machen die auch schön grün. Da ja auch die Mehrzahl steht, werde ich auch mehrere platzieren. Dann haben wir hier so drei Windräder. Und dann können wir auch noch so ein paar Tausammler platzieren. So, das ist ja auf jeden Fall nachhaltige Energie. Das finde ich sehr passend. Ich finde, das passt auch irgendwie zu Moon. I don't know. Also ich meine jetzt gerade, weil sie auch in Hanford und Bagley wohnt. Deswegen, eigentlich finde ich das ganz cool. Sie möchte ihr Dings hier anzünden. Oh, finde ich süß. Wenn sie hier im Winter so ein bisschen, im Winter vor allem, in der Nacht so ein bisschen hier chillt.
Sie kann zwar, sie hat zwar kein Hungerbedürfnis, aber sie kann sich ja trotzdem ein paar Marshmallows machen. Und wenn das jetzt jemand blöd findet, dass ich Moon halt eben nicht getötet habe oder keine Ahnung, irgendwen anders oder keine Ahnung, es werden sicherlich noch genug Tragödien passieren durch diesen Randomizer, weil da eben wirklich viel ist, wo es einfach nur darum geht, dass wir Geld verlieren, dass wir Sims verlieren, dass wir andere betrügen müssen, dass wir unseren Job verlieren, dass wir weiß ich nicht was. Und wie gesagt, es werden noch genug Tragödien passieren und da finde ich, ist einfach besser, wenn das Let's Play eben einfach weitergeht. Zumal Moon jetzt ja schon genug durchmachen musste, dadurch, dass ihre Mutter eben gestorben ist, etc. Ich meine, sogar beide Mütter, das muss man sich mal überlegen, das ist eigentlich übel krass. Sie hat einfach beide ihre Mütter verloren und sie ist jetzt gerade erst zur jungen Erwachsenen geworden. Sie hat in so einem jungen Alter einfach schon beide Elternteile verloren. Sie hat einfach gar keine Familie mehr. Deswegen, da muss man jetzt halt auch einfach mal so sein und sagen, dass es halt einfach auch mal okay ist. Ne? Und wie gesagt, wenn wir zwei Sims oder mehr gewesen wären im Haushalt, dann hätte ich das auch gemacht. Nicht, weil ich das so toll finde, sondern weil es halt einfach, ja, gerandomized ist und ich würde dieses Let's Play nicht machen, wenn ich das einfach nach Lust und Laune ändern werde. Und das klingt zwar jetzt zwar vielleicht ein bisschen so, als würde ich es nach Lust und Laune ändern, aber obviously mache ich es ja nicht. Weil, wie gesagt, das Let's Play wäre zu Ende und ich finde, das ist einfach eine ganz andere Situation. Wahrscheinlich macht eh keiner hier irgendwelchen Stress, aber trotzdem möchte ich sie einfach ansprechen, okay? Oh, sie muss gleich schon zur Arbeit. Ihr Arbeitsoutfit. Sweet. Sie sieht sehr professionell aus. Oh. Moon braucht eine neue Herausforderung bei der Arbeit. Wie soll sie den Chef darauf ansprechen? Vorschläge unterbreiten oder eine Herausforderung fordern. Zum einen denke ich mir so, das ist ihr erster Arbeitstag, oder nicht? War sie schon arbeiten oder nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber so früh schon Vorschläge unterbreiten ist natürlich ein bisschen wild, aber ich meine, es zeigt ja auch Engagement. Und deswegen finde ich das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann machen wir das mal. Sie hat die Unternehmerfähigkeit erworben, wild. Moon hasst es darauf, warten zu müssen, bis andere ihr Ideen vortragen. Deshalb macht sie ihrem Chef ein paar Vorschläge für neue Herausforderungen. Der Chef von Moon ist begeistert von so viel Tatkraft und lobt sie. Leistungsverbesserung mittelgroß. Wow. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also, ne, sag ich ja, es zeigt von Engagement. Und das ist das toll. Als ob Rusty immer noch hier hinten ist, ey. Hallo? Ah, nee, jetzt geht er nach Hause. Anscheinend, oder auch nicht. I don't know. Wow. Moon hat den Lebensstil gesellig freigeschaltet. Sie hat 135 mit nach Hause gebracht. Und großartige Arbeit geleistet. Schön. Guck mal, es sieht doch schon gut aus, ne? Sie scheint eventuell beim nächsten Tag schon befördert werden zu können. Sie braucht auf jeden Fall Spaß in den Backen. Und sie muss auf jeden Fall mehr Plasmabeutel bekommen. Aber ich meine, wir können sie auch bestellen einfach, ne? Ich habe so gedacht, wir können die uns vielleicht selber machen, aber muss ja eigentlich gar nicht sein. So, ich muss mal kurz das hier anschalten, dass die nur in Moonwood Mill die Werwolf-Dings haben, weil ich sehe hier in der Sprechblase schon wieder, dass da halt ein Werwolf ist. Und ich finde es halt cooler, wenn die halt wirklich nur in Moonwood Mill dann in ihrer Werwolfform sind. Weil ich finde es ein bisschen unrealistisch, dass die ganze Zeit damit rumlaufen. Sich zumindest dann wieder zurückverwandeln, quasi, wenn sie außerhalb von ihrer Heimatstadt sind. Ich meine, Moon läuft ja auch nicht die ganze Zeit in ihrer Vampirgestalt rum, ne? So, und dann können wir ja Jericho einladen. Oder wir können ihm eine glückliche SMS schicken und hoffen, dass er darauf reagiert. Heute ist ein toller Tag. Ziehen wir los und amüsieren wir uns. Oh. In den Park. Na gut, wir gucken einfach mal. Vielleicht ist da ja irgendwas zum Unterstellen, weil ich meine, in Hanford ist gerade bewölkt. Da werden wir jetzt nicht so angegriffen von der Sonne, aber ich weiß jetzt nicht, wie das da mit diesem Park aussieht. Dennoch möchte ich ihn halt einfach fragen, ob er halt bei uns einziehen möchte. Oh mein Gott, hier ist absolut gar nichts zum Unterstellen. Ich kann ja einen neuen Park platzieren. Wo sind wir? In Windenburg? Jo, ne? So, ein Park möchte ich. Derzeit beliebt. Oh, ist das süß. Toddler-Play-Park, süß. Okay, wir gucken mal bei am beliebtesten, weil da ist halt einfach nichts, wo man sich unterstellen kann. Das sind alles offene, was sehr, sehr schön ist. Aber für uns ist das gerade ein bisschen schlecht. Ist, glaube ich, eigentlich so ein Wedding-Ding. Aber ich finde es trotzdem süß, glaube ich. Ich platziere es mal. Und dann kann ich ja immer noch gucken, ob ich es will oder nicht. Also ich finde es ein bisschen wild, aber ich finde es auch irgendwie süß. Oh, hier ist ganz viel Essen platziert. Auch gut. Wahrscheinlich, um zu playtesten. Ja, man kann auf jeden Fall hier runter. Und hier ist sogar was für Kinder süß. Wir nehmen das erstmal. Und dann gehen wir bitte zusammen hier unten hin. Weil hier ist heftige Sonne und ich habe Schiss. So, und dann macht mal einen Klopf-Klopf-Witz. Demand and temporary separation. Ich glaube nicht. Dann könnt ihr euch hier mal einen Kuss zuhauchen, ihr süßen Mäuse. Ich meine, die verstehen sich ja schon echt gut. Also von daher. Oh. Er isst erstmal ein Stück Käsekuchen. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, das ist eine freundliche Interaktion, ne? Potenziellen Kunden treffen. Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht, dass unser Partner unser Kunde sein darf. Ja, klar, geh halt noch mehr in die Sonne. Aber komischerweise sinkt ihre Vampirenergie nicht. Dennoch möchte ich hier kein Risiko eingehen. So, jetzt muss ich halt nur die Interaktion finden. Ich habe hier eben schon durchgeklickt und irgendwie habe ich sie nicht gefunden. Es war doch immer eine freundliche Interaktion, aber ich finde die Interaktion nicht mehr. Das ist super komisch. Was ist mit ihm eigentlich? Warum liegt er auf dem Boden? Oh, das geht nicht, weil wir gerade noch in diesem Dings hier sind, dass wir mit Freunden abhängen. Jetzt wäre es nämlich zum Beispiel vorbei. Ah, jetzt geht es. Okay. Okay. Er wohnt in Sulani mit Ben. Das ist wahrscheinlich sein Bruder, I guess. Und Anissa. Da müssen wir dann mal gucken, wer das alles ist. Ich gebe mir jetzt mal kein Geld. Die können das auch gut gebrauchen. Stimmt, er ist ja Magier. I forgot about that one. Er hat Angst im Dunkeln. Och, Mausi. Okay, das sind beides seine Geschwister. Das sind auch beides die leiblichen Geschwister. Okay, sein Vater ist schon gestorben. Seine Mutter nicht, aber die scheinen ja nicht zusammen zu wohnen. Komischerweise. Aber süß. Er ist auf jeden Fall Besties mit Kevin. Jacob mag er auch nicht. Finde ich gut. Er kennt Lara. Woher? Salim Benali? War. Er kennt Gemma. Future. Wer ist Future Charm? Muss ja auch irgendwie ein Teil der Familie sein, ne? Weil Daryl Charm ist ja, glaube ich, der Vater von ihm, oder nicht? Ah, Gemma ist die Tante von Jericho. Und Future ist dann sein Cousin. Okay, das ergibt dann natürlich Sinn, dass die sich kennen, ne? Er hat keine Talentpunkte oder irgendwas. Hat er im Zauberbuch irgendwas? Nö. Okay, dann müssen wir uns da selber entscheiden, was wir halt irgendwie erfahren. Weil wenn wir schon mit einem Magier spielen, möchte ich auch ein bisschen was über den Magier hier, ne, damit machen. Außerdem habe ich noch nie mit Magiern gespielt, deswegen. Okay, er muss die Magie selber üben. Also er hat auf jeden Fall auch nur Moon als Beziehung. Das ist auch wichtig, weil das hatten wir ja. Also hatte ich zumindest privat schon sehr oft, dass ich eine Beziehung mit jemandem eingegangen bin und dann habe ich die zusammenziehen lassen und dann hat die Person einfach schon 30 Beziehungen gehabt und man denkt sich so, okay. Er kennt ein paar Fähigkeiten, aber alle nicht besonders gut. Daran lässt sich aber auf jeden Fall arbeiten und ich glaube, er hat keinen Job. Da würde ich ihn auf jeden Fall erstmal eine Karriere einschlagen lassen. Er möchte Witzbold werden. Dann können wir ihn ja vielleicht in die Comedy-Karriere stecken. Zumindest würde das ja dann zu ihm passen, wenn er ein Witzbold werden möchte und so, ne? Yeah, Entertainer müsste das sein, richtig? Wir machen es einfach mal. So, und dann geht ihr zwei Süßen mal nach Hause. Also er geht dann auf jeden Fall nicht in die Musikszene, sondern halt in diese Comedy-Szene. Oh mein Gott. Er ist auf jeden Fall sehr tollpatschig, weil er sich fast gemault hat. Guck mal, er ist sogar Recycling-Fan. Süß. Dann passt das ja sogar, dass wir heute unsere nachhaltige Energie-Items platziert haben. Ich finde die zwei ja schon sehr cute, ne? Also, ich bin auch sehr bereit dafür, dass sie halt irgendwann dann Kinder kriegen, weil ich glaube, dass die Kinder sehr, sehr süß werden. Und hoffentlich kriegen wir diesmal dann auch nicht nur ein Kind, sondern dass wir dann halt auch mal so eine Family sind, halt. Also, die nicht nur aus einem Einzelkind besteht. Das Gute ist, jetzt kann er dann auch mit den Tieren gehen, weil Moon kann ja ständig nicht raus, weil sie ja ein Vampir ist. Es ist großartig. So, er kann auf jeden Fall auf Klo gehen und dann kann er auf jeden Fall die linke Seite für sich beanspruchen. Die zwei müssen dann auf jeden Fall früher oder später auch Fotos zusammen machen, weil sonst werde ich in meinem Leben hier nicht mehr glücklich. Er möchte schlafen gehen, aber ehrlich gesagt würde ich tryen es. Wir zwingen sie nicht, ne? Wir tryen es ja nur. Weil ich habe ehrlich gesagt schon Bock auf so ein Kind gerade. Und ich finde die zwei auch sehr passend dafür, dass sie halt auch Jungeltern werden. Ich meine gerade auch, weil wir haben ja schon ein komplettes Kinderzimmer fertig. Wenn es nichts wird, ist es natürlich auch okay. Ich meine, die haben ja hier dieses Foto. Und ich glaube, die haben sogar noch irgendwelche Fotos. Aber man kann nie genug Fotos haben. Vor allem halt große Fotos, finde ich immer sehr süß. Gerade auch für die Nachwelt dann, weil wir wollen ja dann früher oder später werden wir wahrscheinlich überall Fotos von allen Generationen hängen haben. Das ist halt schon sehr wichtig, sag ich mal. Ich finde das halt sehr süß in der Legacy. Oh, Verlust in der Familie. Das scheint ja dann noch gar nicht so lange her zu sein, ne? Wir müssen ja leider, aber ich glaube, dann ist es vielleicht auch gut, wenn die zwei direkt so zusammenziehen und dass es denen dann halt dahingehend dann auch besser geht, sag ich mal. Er schläft auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Warum stinkst du so, Girl? Ich würde dir empfehlen, ja in Ruhe mal ein bisschen baden. Und das Gute ist, wenn jetzt irgendwas ist, was wir halt so randomisen, dann haben wir auch noch jemanden, auf den wir das beziehen können, dass wir nicht immer alles nur mit Moon machen müssen, weil bestimmte Themengebiete passen vielleicht dann ja auch zu Jericho. Demnach finde ich das halt dann cool, wenn wir das halt dann auf andere auch beziehen können und nicht mehr alles nur mit einem Sim machen müssen. Das fand ich ja dann auch so cool mit, ja, eben Carla und Sky und dann als Moon dann da war und so. Deswegen finde ich das einfach schön, wenn man das halt dann so ein bisschen aufteilen kann, sage ich mal. Ich will übrigens gar nicht nachgucken, wie lange die leben, ne? Weil
wir leben ja auf kurzer Lebensdauer. Das heißt, es wird nicht lange sein. Also, es wird nicht lange sein, wie sie Senior sind, ne? Das heißt, es wird relativ schnell schon vorbei sein und ich habe Angst. An der Stelle würde ich aber dann für den heutigen Tag etwas Neues randomisen. Es ist die 94. Verkleinere dein Haus auf Tiny aus Größe. Oh mein Gott. Das ist absolut schrecklich, Leute. Ich glaube, ich habe mir so viel Mühe mit diesem Haus gegeben. Ich werde erstmal speichern. Und dann werde ich das Grundstück auch abspeichern. Ich werde es nicht hochladen. Ich werde es auf jeden Fall abspeichern, weil ich möchte das Haus halt nicht verlieren. Weil ich mir so viel Mühe gegeben habe. Oh mein Gott. Wir machen das auf jeden Fall dann tagsüber. Also wenn Moon auf der Arbeit ist und Jericho ja eben wach ist. Ne? Weil wir wollen ja trotzdem halt möglichst viel halt unterbringen. Ich habe echt keinen Plan, wie wir das hier machen sollen. Aber hey, kein Problem. Sind alle einfach gestresst, weil es draußen gewittert und so. Ich will übrigens auch das obere Geschoss so lassen, weil ich das eigentlich echt süß finde. Also ich meine, wir können das halt eventuell ein bisschen kleiner machen. I don't know, ich muss es dann gleich versuchen. Ehrlich gesagt, versuche ich es wohl jetzt. Ich habe ein bisschen Schiss, Leute. Wie das hier werden wird. Aber ja, Mini-Haus-Wohngrundstück. Zu viele Fliesen, ich weiß. Letzi-Petzi, Leute. Ja, also ich krieg's nicht hin. Ehrlich gesagt, ich weiß, ich habe gesagt, ich mache mir die Regeln nicht, wie ich da will und keine Ahnung. Aber ich bin ehrlich, das macht mir so keinen Spaß. Also ich krieg's gerade gar nicht hin und ich will dieses Grundgerüst einfach nicht komplett verändern. Ich brich emotional, Alter, gerade. Ich heul fast. Ich platziere mir jetzt dieses Ding neu. Also ich habe viel zu viel Zeit da reingesteckt, dass ich sagen würde, das wäre für mich jetzt in Ordnung. Ich muss zurück zum Hauptmenü. Ich muss eh den Speicherstand dann neu dingsen. Es werden jetzt bestimmt einige Scheiße finden, weil ich es halt dann doch wieder so drehe, dass ich Spaß daran habe und keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, ich habe halt einfach keine Lust. Weißt du, ich habe halt wirklich
2 Stunden oder so an diesem anderen Haus gesessen und ich war so zufrieden. Und jetzt das einfach nur wegen diesem dummen Dreh komplett umzubauen und keine Ahnung. Also ich müsste es komplett neu bauen, damit das halt irgendwie passt. Und ganz ehrlich, ich habe da einfach keine Lust drauf. Ich werde jetzt nochmal neu drehen. Es ist halt einfach schlicht und ergreifend nicht möglich, dass es jetzt, also dass ich dieses Haus in der Form jetzt in irgendeiner Form zu einem Tiny House mache. Ja, also ihr habt es ja auch gesehen, ich habe halt einfach übel gestruggelt. Ich saß da und ich dachte mir nur so, wie soll ich das jetzt einfach noch besser machen? Und wie gesagt, also ich möchte halt nicht einfach dieses Grundsings komplett neu machen. Ich soll das Spiel neu starten, weil das Spiel komplett lost ist gerade. Dann mache ich das, I guess. Das nervt mich jetzt gerade halt wirklich richtig, ne? Also wir machen das jetzt einfach neu und dann werden wir schon irgendwie auf eine Lösung kommen. Also ich meine, ihr könnt mir natürlich schreiben, wenn ihr das richtig kacke findet, dann finden wir bestimmt trotzdem irgendwie eine Lösung. Aber ich finde es gerade halt einfach so demotivierend. Und das ist halt einfach nicht der Sinn von dem Let's Play, weil ich möchte halt einfach Spaß darin haben. Und es können natürlich auch mal Sachen passieren, die scheiße sind. Ich habe damit grundsätzlich kein Problem. Nur es sollte halt dann schon so sein, dass ich halt im Grundsatz einfach ja motiviert bin, dran zu bleiben. Weil ich habe, ganz ehrlich, keine Motivation, jetzt halt einfach ein ganz neues Haus für die beiden zu bauen. Und ich denke, dass man das verstehen kann. Wenn wir jetzt schon in Part 10 oder so wären, wäre es vielleicht was anderes, weil ich dann ja schon eine Zeit lang in diesem Haus gespielt habe. Aber so, wir haben einen Part in diesem Haus gespielt und das dann komplett umbauen oder neu bauen zu müssen, finde ich halt dann einfach kacke. Also weil, wie gesagt, dafür habe ich zu viel Zeit da reingesteckt. Wenn das jetzt ein Haus gewesen wäre, was ich in 10 Minuten hingeschustert hätte, dann, ne? Aber so ist es nun mal nicht. Und ja, letztendlich ist es halt auch einfach, wie gesagt, mein Let's Play. Ich entscheide mich jetzt halt einfach anders. Wir können auch meinetwegen, machen wir es so, je nachdem, was beim Randomizer rauskommt, dass es halt vielleicht was Negatives ist, was letztendlich dabei rumkommt. Also wenn es was Positives ist, dann würde ich nochmal neu randomisen, dass wir was Negatives bekommen, dass ich halt auf jeden Fall dadurch einen Nachteil habe, dadurch, dass ich jetzt halt quasi die Regeln für den Part einmal kurz geändert habe. Aber wie gesagt, es geht halt hauptsächlich um den Spaß und der geht einfach verloren, wenn ich jetzt hier ein ganz neues Haus bauen müsste. Ich habe grundsätzlich ja kein Problem, in einem Tiny House zu spielen. Nur, wie gesagt, also es hat ja sogar Vorteile, im Tiny House grundsätzlich zu spielen. Aber wie gesagt, ich möchte halt jetzt einfach nicht alles komplett neu bauen müssen und so. Ne? Und ich denke, der ein oder andere wird es verstehen können. Der ein oder andere wird es kacke finden. Aber letztendlich, wie gesagt, das ist mein Let's Play. Aber genau deswegen möchte ich ja eben, dass wir einen Nachteil jetzt dann dadurch haben, dass ich halt das jetzt ablehne. Ich habe es ja sogar versucht. Und ich finde es halt einfach fair, wenn ich jetzt einen Nachteil dadurch habe. Ne? Wenn ich einen Nachteil davon habe, dann ist es ja nicht so, dass ich mir irgendwie gesneakt habe, dass ich halt was Gutes daraus ziehe oder keine Ahnung. Weil das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und damit randomisen wir jetzt neu. Es ist die 29. Besuche einen Freund. Nope. Das ist was Positives. 112. Baue ein paar Pflänzchen an. Das ist jetzt auch nicht negativ. 156. Kaufe eine Kuh. Ist nicht negativ. 4. Ist auch nicht negativ, weil da muss man nur das Merkmal austauschen. 6. Werde schwanger. Aber das ist ja was ich will. Das ist deswegen auch nicht negativ. 13. Schmeiße eine Party. 146. Erstelle einen neuen Feiertag. Nope. 112. Hatten wir eben schon. 60. Du brauchst eine Brille. Ist auch nicht negativ. 64. Wünsch dir etwas am Wunschbrunnen. Ist auch nicht negativ. 32. Ein Sim stirbt. Ich habe das bekommen, was ich wollte. Beziehungsweise eben nicht wollte. Ich habe vorhin gesagt, das ist nicht okay und keine Ahnung, aber ich habe jetzt ja zwischendurch auch nochmal Achievement bekommen, dass sie schwanger wird und keine Ahnung. An der Stelle einmal aus dem Off. Ich meine natürlich nicht Achievement, ich weiß nicht, wie ich darauf kam, sondern ich meinte natürlich, dass wir das Randomized bekommen haben von unserem Randomizer. Und deswegen, ne. Ja, es ist jetzt richtig scheiße, okay? Aber das, was ich vorhin weggeklickt habe, wir werden es so machen, dass wir Moon schwängern. Das ist natürlich absolut nicht, was ich möchte, weil ich finde die beiden ultra süß und ich finde eigentlich, die gehören super zusammen und keine Ahnung. Ich meine, wir können ja ihn als Geist nochmal dann später hinzufügen. Ist jetzt ja nicht so, als wäre das dann so eine Sache für immer, I guess. Wir können ja auch versuchen, ihn mit Ambrosia oder so einen Scheiß zu retten. Es gibt ja ein paar Möglichkeiten, um Sims wiederzubeleben. Dass man das in irgendeiner Form vielleicht versucht. Heißt ja nicht, dass das dann endgültig ist, so you know. Aber ich zwinge sie trotzdem, schwanger zu werden. Einfach für den Fall, dass wir es in irgendeiner Form doch nicht hinbekommen und keine Ahnung. Weil ich möchte definitiv, dass sie ein Kind von ihm bekommt. Und auch wenn das vielleicht jetzt auch jemand blöd findet, aber ich meine, dann ist sie eine alleinerziehende Mutter mit 2 Hunden, die auch vielleicht bald sterben. Von daher,
Es wird noch sehr viel Tragedy passieren. Also ist es wohl okay, wenn wir dann wenigstens schwanger sind, okay? Es ist alles sehr komisch hier gelaufen heute. Dann ist das eben so. Es tut mir sehr leid für Jericho. Aber wir können ja vielleicht auch gucken, vielleicht baut Moon ja so eine Beziehung in irgendeiner Form auf mit ihm. Dass sie halt dann halt auch in seiner Geisterform Kontakt mit ihm hat. Und dass das dann halt, ne, weiß ich nicht. Müssen wir uns dann halt austüfteln. Moon schließt übrigens neben Produkte ab, Projekte ab. Große Leistungsverbesserung, Hummer. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, dass das halt in Ordnung ist. Und wie gesagt, Tragedy ist ja das, was wir in den Let's Plays auch in gewisser Weise wollen. Wir wollen ja Struggle und keine Ahnung. Und wenn wir eine alleinerziehende, schwangere Frau haben, die ihre Mütter verloren hat, keine Familie hat, ihren Freund durch Tod verliert und keine Ahnung was. Es wird noch sehr viel Tragedy passieren, as I said. Also, das wird schon in Ordnung sein. Es war natürlich dann jetzt auch in gewisser Weise ein bisschen unnötig, dass halt Jericho jetzt eingezogen ist. Aber es wird in Ordnung sein. Auch wenn alles hier heute nicht nach Plan gelaufen ist und so. Manchmal ist das dann vielleicht einfach so. Ich wollte es vielleicht jetzt alles nicht so haben. Trotzdem habe ich das zurückbekommen, was ich halt dann nicht wollte. Ich nehme unendlich lange auf, Leute. Oh mein Gott. Selbst mein Akku ist schon wieder rot. Der war vollgeladen vor der Aufnahme übrigens. Wir machen hieraus eine coole Storyline und dann ist das schon in Ordnung. Und da ist mir egal, was ihr sagt. Spätestens ab Generation 3 ist das eh wieder vergessen. So, jetzt soll die Gute mal nach Hause kommen. Und dann erhöhen die deren... Weißt du was? Ich ercheate einfach seine Fertility. Er hat, glaube ich, eine normale, aber... Ich ercheate auf jeden Fall seine. Vielleicht merkt er ja auch, dass irgendwas komisch ist. Und dann zaubert er halt irgendwas hervor. Dass seine Fertility irgendwie höher ist. Weil er möchte halt ein Kind ihr mit auf den Weg geben. Weil er weiß, dass Moon das unbedingt... möchte. Und deswegen hat er halt das irgendwie geschafft, herauszufinden, wie man sich halt selber halt fruchtbarer zaubern kann und dadurch entsteht dann letztendlich dann das Kind. I don't know. Aber egal, wie man es macht, es wird wahrscheinlich eh immer jemand Kacke finden, deswegen... Meiner Meinung nach finde ich, es ist jetzt halbwegs gut gelöst. Ihr könnt mir ja auch noch schreiben, wenn ihr irgendwie dann sagt, ja, dann kriegst du irgendwie noch einen Nachteil oder so einen Scheiß und dann was für ein Nachteil. Aber wir kriegen das hier alles hin, okay? Es ist alles nicht optimal gelaufen. Muss es aber auch nicht immer. Sie wird auf jeden Fall befördert, weil der goldene Haken ist auf jeden Fall schon hier. Das ist sehr cool. Yay! Befördert zur Registratorin. Sie kann jetzt juristische Fallakten erledigen, I guess? Oder ist das ein Item? Nein, es ist ein Item. So, dann lege ich die hier so auf den Tisch. Ist doch voll süß, oder? Weil dann ist es so ihr Arbeitsplatz, dies, das. Oh, hier steht noch Mini-Haus-Wohngrundstück. Das ist natürlich jetzt eine Lüge. Jetzt fühlt er sich nicht gut genug dafür. Ich cheate ihm jetzt mal ein Merkmal, weil er, wie gesagt, er merkt das halt, dass halt was nicht stimmt. Und dann mache ich ihn selbstsicher, weil er das jetzt auf jeden Fall halt schaffen möchte, das durchzuziehen. So, jetzt auf geht's. So, die beiden sind auf jeden Fall ready. Und das wird jetzt auf jeden Fall funktionieren, oder? Sie ist schwanger. Ich habe zum Glück nicht gesehen, was da stand. Ich werde es auch für euch zensieren. Aber sie ist schwanger. Also ich werde sie nochmal einen Schwangerschaftstest machen lassen, dass es halt so ganz, ganz offiziell ist. Ja, sie ist offiziell schwanger. Den cheat irgendwie nicht. Deswegen muss ich ihm anscheinend irgendwie anders was geben. Also woran er halt dann stirbt. Leben nehmen. Boshaftes Killerkaninchen. Ich finde es mit den Kaninchen gar nicht so komisch. Weil ich meine, wir wohnen in Hanford und Bagley. Da kann es ja schon... Da war sogar ein Kaninchen. Imagine, das Kaninchen hat ihn einfach nicht akzeptiert. Dann soll er mal rausgehen. Und dann machen wir das über dieses Kaninchen. So. Ja. Ah, nein! Ah, doch, die Kamera ist noch da. Aber da kommt der Sensenmann. Oh mein Gott, das ist alles absolut schrecklich gerade. Den Sensenmann, den werden wir... Den sehen wir irgendwie ein bisschen zu oft, meiner Meinung nach. Meine Liebe, könntest du vielleicht mit hier hinkommen? Diesmal scheint wenigstens nicht die Sonne, dann kannst du wenigstens auch nicht sterben. Sonst haben wir die Challenge wirklich verkackt. Und sie möchte wieder flüchten. Ja, und da wird er... Oh, er hat ja so einen coolen Dings. So, es tut mir leid. Tu alles, um dich zurückzubekommen. Sie ist trotzdem noch glücklich, weil sie sich freut, Mutti zu sein. Es lief alles ganz gut, aber sie fühlt sich halt nicht so gut dabei, ne? Trotzdem, obviously. Also sie hat es wahrscheinlich einfach noch nicht realisiert und deswegen. Es wird noch sehr viel Schreckliches passieren in Zukunft, weil die beiden Vows kommen ja auch weg. Die werden ja auch demnächst sterben dann. Es wird noch alles sehr anstrengend, gerade halt als alleinerziehende Mutter dann. Und dann halt, vor allem wenn sie dann noch versucht... nebenbei halt ihren toten Ehemann wieder zurückzubekommen. Ich werde auf jeden Fall mich informieren und gucken, welche Möglichkeiten es noch gibt, um Sims wieder zu beleben. Andere als Ambrosia. Und dann würde ich den Part an dieser Stelle beenden. Dieser Part war...
der wildeste jemals. Ich dachte, dieser Part, wo... Der Part, wo Carla betrogen wurde, ich dachte, der wäre krass. Stellt sich heraus, dass es wohl noch immer schlimmer geht. Und das nur, weil ich nicht damit einverstanden war, ein Tiny House zu bauen. Alles kommt irgendwie irgendwann zurück, I guess. Wie gesagt, wenn euch irgendwas an diesem Part nicht gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Ich nehme mir die Kritik auf jeden Fall zu Herzen. Wenn ihr damit halbwegs einverstanden seid mit dem, wie wir jetzt mit dem ganzen Verfahren, dann schreibt es mir auch. Ich brauche euer Feedback, weil sonst... kommen wir hier, glaube ich, nicht auf einen Nenner. Ja, ich hoffe, dass euch der Part trotzdem irgendwie gefallen hat. Und wie gesagt, wenn nicht, dann sagt mir das. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!